Ach, was für ein schöner Tag, oder nicht? Ja. Hast du Lust, zum Strand zu gehen? Wollen wir reingehen? Das ist doch viel zu gefährlich. Ja, und deswegen gehen da auch nicht andere tausende Pferde rein, oder nicht? Ja, okay, können wir machen. Aber versprich mir, wir gehen nicht so weit rein. Ja, beruhig dich, okay? Da sind zwei Pferde. Vielleicht frage ich sie mal, was sie da tun. Ihr scheint ja aber noch nicht so lange zu sein, nicht wahr? Ja. Wenn ihr wollt, kann ich euch gerne helfen. Ich kenne mich super aus. Es ist eine super Idee. Was denn? Gut, aber es gibt die Gezeiten. Da müsst ihr natürlich aufpassen. Ja, sonst kommen sie ja wieder. Verstehst du? Wir müssen uns jetzt übereilen. Hä? Vorhin wolltest du nicht mal rein und jetzt traust du dich einfach? Das war doch nur ein Scherz. Verstehst du? Ja, okay. Schaut euch mal an. Ihr könnt hier so weit latschen. Ja. Aber wir sollten nicht so viel labern. Seid ihr hier das erste Mal oder wie? Nee, wir leben hier. Ja. Das war doch nur Spaß. So welche dummen Scherze machen wir noch nicht. Es tut mir leid, er tut so, als wäre ein Professor, ist aber nicht. Ja, alles gut. Schön aus. Schaut mich nur an. Ich bin ein wahrer Meister der Fotografie. Findet ihr nicht auch? Ja, aber ich denke, du sollst ja wieder rausgehen. Schaut mal, wie das Wasser weht. Naja, das Wasser weht nicht. Die Wellen sind aber stark. Hier können wir ganz leicht durchgehen. Das ist kein Problem. Komm. Ja. Cool. Dann komm. Siehst du, jetzt bist du im Wasser. Ist irgendwas Schlimmes passiert? Nein, ich denke nicht. Au, tut mir leid. Jetzt kann es weitergehen. Wie weit können wir noch gehen? Oder? Also, du kannst so weit gehen, wie du willst, aber du solltest trotzdem aufpassen. Vor allem, wenn du keine Leute mehr siehst. Wenn du sie noch etwas bei dir hast, also andere Pferde, oder sie noch wirklich in einer klaren Erkennung Entfernung sehen kannst, dann würde ich das nicht so als Gefahr einstufen. Aber wenn du wirklich merkst, dass du alleine bist, dann solltest du wirklich um Hilfe rufen. Okay, aber am Ufer kann ja nichts passieren. Naja, so würde ich das auch nicht betiteln, aber du sollst auf jeden Fall immer aufpassen. Na gut, dann können wir ja weitergehen. Dann los. Ich meine, so viel haben wir ja noch nicht gesehen. Also, kommt ihr? Ja, natürlich. Oh, eine wunderschöne Muschel. Wie heißt du eigentlich? Ich? Und du? Ich bin... Ich bin... Okay, ich bin Sandy. Und jetzt du? Okay, ich glaube, er ist sehr überfordert. Ich helfe ihm mal weiter. Wer heißt Gray? Naja, eigentlich Sky. Mit dem ersten Namen Sky und mit dem zweiten Namen Gray. Also Sky Gray. Aber er möchte Sky genannt werden. Ich bin übrigens Opal. Nur für die Schlauen. Okay, freut mich. Opal und Sky. Kommst du? Ich wollte noch kurz was gucken. Ihr könnt schon weitergehen. Geht einfach weiter, okay? Ich habe keine kleine Überraschung. Ihr braucht euch keine Sorgen um mich zu machen, okay? Keine Sorgen. Ich mag das nicht. Ja, aber du kommst wirklich, ja? Ja, natürlich. Was denkst du denn von mir? Wie du meinst. Komm, Opa. Ich muss eine richtig schöne Muschel für Sandy finden. Komm doch einfach mit uns mit. Nein, ich will eine schöne Muschel für Sandy finden. Wie du meinst. Wir sind hier. Alles gut? Ja, wir können weiter. Wow. Wir sind wirklich weit gelaufen. Es ist echt wunderschön hier. Also anders kann ich das gar nicht sagen. Ja, einfach wirklich. Warte, wo ist Sky? Er wollte was suchen. Wir haben ihn verloren. Er wird bestimmt in der Nähe sein. Ich denke nicht, dass er... Okay, es wird schon etwas anstrengender. Aber das war es wert. Ich habe eine Wunder... Wo ist meine Muschel? Oh, jetzt habe ich sie noch vergessen, ich Dussel. Mensch. Egal. Ich glaube, Sandy wird mich sowieso mögen. Mich mag ja auch jeder. Deswegen habe ich auch drei Freunde. Aber egal, ich habe tolle Freunde. Oh Mist. Nein, nicht noch du und dabei. Das ist los. Hilfe. Es funktioniert nicht. Wie soll ich denn jetzt Hilfe rufen? Ich bin schon so weit rausgelaufen. Die werden mich niemals finden.
seid ihr doof? Tut mir leid, aber das tut uns ja leid, du warst nicht da. Du bist einfach abgehauen. Du hättest ja noch... Tut uns leid. Wieso hast du dich in Gefahr gebracht und wie siehst du aus? Vielleicht blieb ich ja stecken, um dir ein Geschenk zu machen. Ja, das ist natürlich sehr nett von dir, aber... Ja, aber jetzt habe ich es auch nicht mehr. Schön gemacht. Komm, wir gehen weiter. Oder am besten ich gehe allein, weil du gehst jetzt nicht mehr. Der Wind ist viel zu stark. Jetzt leider gehen, aber es war schön mit euch. Danke. Tschüss. Tschüss, Sandy. Und hast du ihr gesagt, dass du sie magst? Sie geht doch, schnell beeil dich. Sandy, ich gebe dir meine Telefonnummer, ja? Ja, das ist super. Danke. Tschüss, ihr beiden. Wir sehen uns dann irgendwann.